Aber die Erklärung ist für den Holger also einleuchtend. Passt, sollte man meinen. Ja, ich bestreite ja auch gar nicht, dass das so ist. Ich bestreite doch den Fakt überhaupt nicht. Was ich kritisiere, ist die Panikmache in dieser App. Das habe ich mir schon gedacht, dass die Waldbrände jetzt weit vorn liegen. Ne? Das mögt ihr gern, wenn jemand mich hier frontal mir von in die Eier tritt. Wirst du dich zur Winterlandschaftskandidatur zur Europawahl äußern? Nein. Ich werde ihn auch nicht wählen, falls ich überhaupt die Möglichkeit hätte. So, na gut, dann machen wir das. Dann gucken wir uns das nochmal in Ruhe an, was er uns zu sagen hat. Flo Plus kannte ich bisher gar nicht, habe ich jetzt abonniert. Ist sonst ein Kanal, der sich mehr so mit Flat Earthern und so beschäftigt, also der immer so Verschwörungstheorien im Grunde so ein bisschen auseinander nimmt und ein bisschen widerlegt. Aber er meinte nun unbedingt, mich auch einmal auf dem Kicker haben zu müssen. Na gut, ist ja sein gutes Recht. Dann gucken wir mal. Hey Leute, Flo hier. Diesmal geht es um Kritik an einem Video von Massengeschmack TV, in welchem Holger Kreimeier das Narrativ von Leugnern der Klimawissenschaften bedient, obwohl er von sich selbst behauptet. Also, ich bin ja kein Klimaleugner oder so. Neben Ausführungen über die Verwendung von bestimmten Begriffen und Stilmitteln in der Medien. Bin ich ja auch nicht, um es mal klar zu sagen. Ne? Er spricht ein bisschen, seine Stimme, spricht doch so ähnlich wie er. Werner Herzog, glaube ich, ne? Spricht ein bisschen so, der Regisseur, ne? Idealen Berichterstattung, über die man durchaus diskutieren kann, geht der Holger auch auf eine App ein, die vom WDR erstellt wurde und für den Einsatz im Schulunterricht gedacht ist. Aber es geht natürlich auch darum, den Kindern Angst zu machen, Panik zu verbreiten. Kinder sollen sich in die Hose machen vor Angst. Das scheint das Ziel. Pädagogisch wertvoll, nicht wahr? Wie sonst ist es zu erklären, dass der WDR eine Klima-App entwickelt hat, die speziell für den Schulunterricht konzipiert? Die Zeichnung von mir ist ja nett, ne? Das sieht ein bisschen dick aus, ne? Also ich finde, ich sehe älter aus, als ich bin. Ne? Aber na gut, man hat sich bemüht, kreativ zu sein. Das ist ja schon mal was. Hier ist. Er unterstellt, dass hier Kinder in Panik versetzt wurden. Könnte ja vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Kinder denken. Wenn man sich mal die Beschreibung dieser App anschaut, stellt man jedoch fest, dass die Zielgruppe bei Schülern zwischen 13 und 16 Jahren liegt, also eher bei Jugendlichen als bei Kindern. Das ist für mich Haarspalterei. Also ein 13-Jähriger ist für mich auch ein Kind. Natürlich erreicht man jetzt keinen 5-Jährigen damit. Das wäre ja auch Quatsch mit so einer App. Soweit ist ja ein 5-Jähriger noch oder ein 7-Jähriger noch gar nicht. Natürlich geht es eher um die Zielgruppe im zweistelligen Bereich. 10, 12, 13 bis zu 16 Jahren. Das macht es aber nicht besser. Das sind Minderjährige und dass es im Schulunterricht eingesetzt wird, ist ja noch besonders frappierend dabei, weil wenn etwas im Schulunterricht eingesetzt wird, erwarte ich natürlich, dass es aus konsequent, sachlich und zielführend ist und es nur um die Fakten geht, die hier beigebracht werden sollen. Und ich möchte nicht, dass da irgendwie so eine emotionalisierte Kacke da irgendwie im Unterricht eingesetzt wird und dann auch noch öffentlich-rechtlich vom Rundfunkbeitrag bezahlt. Also Entschuldigung, das darf ich trotzdem schwierig finden. Die App richtet sich also mehr an solche Leute als an die Kinder, die der Holger einblendet. Zudem ist die App für den Einsatz im Unterricht gedacht, also in einem pädagogischen Umfeld, wo die Inhalte diskutiert, analysiert und eingeordnet werden. Ja, das behaupten die. Ja, gut, das ist doch klar, dass nicht in der Beschreibung drinsteht. Übrigens, diese App ist dazu da, um Kinder in Panik zu versetzen. Das ist ja wohl logisch, dass das so nicht gesagt würde. Was ist denn das für ein Argument? Dass die sich selber als seriös und öffentlich-rechtlich und Unterricht und oh, was sind wir toll, hier lernt man was, natürlich bezeichnen, ist doch klar. Aber das interessiert doch mich nicht, wie sie sich selber beschreiben. Das hat doch nichts mehr mit der Realität zu tun. Dennoch macht der Holger den Eindruck, als müsste er Kinder vor völlig unzumutbaren, angsteinflößenden Darstellungen beschützen. Aber hier geht es eben nicht um Bildung, hier geht es wie gesagt um Angst. Ja. Kaum wird die App gestartet, brennt auch schon der Erdball.
Irrwitzigerweise speziell in Nord- und Südpol, also dort, wo das Feuer wohl am unwahrscheinlichsten wäre. Also ich bin natürlich auch kein Fan von brennenden Erdbällen, ob in oder an den Polen. Aber ich bin eher skeptisch, ob so eine stilisierte, absurde Darstellung tatsächlich 13- bis 16-Jährige in Angst und Schrecken zu versetzen vermag. Also er tut jetzt so, als wenn im Grunde genommen auch nur überhaupt nur Kinder in Panik versetzt werden können und Erwachsene überhaupt nicht. Wir werden doch alle in Panik versetzt durch Medienberichterstattung. Die Tagesschau tut es doch auch mit der Wetterkarte, wenn sie bereits eine Temperatur von 25 Grad schon als tiefrot oder sowas oder 28 Grad schon tiefrot darstellt auf der Wetterkarte, was natürlich suggerieren soll, es ist extrem heiß, obwohl das eine normale sommerliche Temperatur ist und so weiter. Das geht ja gar nicht nur um Kinder. Es geht generell darum, dass überall diese Panik gemacht wird, auf allen Ebenen, auch Erwachsenen gegenüber. Schauen wir mal weiter. Es ist der 20. April, ein Montag. Ein schöner, ruhiger Frühlingstag, bis ein Notruf bei der Feuerwehr in Gummersbach eingeht. Die Einsatzkräfte fahren in ein nahegelegenes Waldgebiet. In den letzten Jahren hat es nicht genug geregnet. Es ist viel zu trocken. Was die Feuerwehrleute vor Ort erleben, damit haben selbst die erfahrensten Einsatzkräfte nicht gerechnet. Mehrere hunderte Feuerwehrleute aus ganz NRW werden nach Gummersbach zu Hilfe gerufen. Die Anwohnerinnen und Anwohner und alle, die vor Ort sind, sehen eine Feuerkatastrophe. Es ist schwer in Worte zu fassen, was passiert ist. Ja, okay. Er lebt mit, was sich an diesem Tag ereignet. Der hätte das Video auch gerne groß machen können, mein Lieber. Der hätte man es noch besser erkennen können. Aber okay. Gezeigt werden dann enorme Flammen und ein lichterloh brennender Wald. Das sind Aufnahmen eines realen Waldbrands, der hier in Deutschland stattgefunden hat. Darf man so etwas 13- bis 16-Jährigen nicht zeigen? Jetzt reitet der immer auf dem Punkt herum. Das ist doch albern. Ja, was heißt nicht zeigen? Man sollte generell bemüht sein, sachlich über diese Dinge zu berichten. Auch Erwachsenen gegenüber. Es hat mit Kindern und gar nicht allein was zu tun. Ja, und daran soll jetzt der Klimawandel schuld sein, oder wie? Niemand behauptet, dass durch den Klimawandel spontan Wälder in Flammen aufgehen würden. Dazu bräuchte es viel höhere Temperaturen. Laut diesem WWF-Artikel sind für den Großteil der Waldbrände Brandstiftungen oder Fahrlässigkeiten verantwortlich. Eben. Sehr wohl erhöht der Klimawandel aber das Waldbrandrisiko. Schauen wir uns mal an, was die NASA dazu sagt. Die betreiben nämlich Satelliten, welche das Brandgeschehen auf der Erde im Blick haben. In diesem Artikel steht, dass sich durch wärmeres, trockeneres Klima in höheren Breitengraden die Zahl der Brände erhöht hat. Klar, ein trockener Wald geht leichter in Flammen auf. So erhöht der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für Waldbrände, obwohl die primären Ursachen nach wie vor Brandstiftungen und Fahrlässigkeiten sind. Das wird auch in der Klima-App so korrekt erklärt. Dieser gewaltige, zerstörerische Waldbrand wurde durch eine weggeworfene, noch glühende Zigarette ausgelöst. Für die Feuerwehr war das ein Einsatz, wie sie ihn noch nie erlebt hat. Wenn ihr wissen möchtet, wie sich Feuerwehrmann Niklas gefühlt hat beim Kampf gegen die Flammen, hört seine Geschichte. Wir hatten schon relativ hohe Temperaturen. Wir hatten im Vorfeld einige trockene Sommer. Der Klimawandel war vielleicht nicht die Ursache für das Feuer. Aber der Klimawandel hat dafür gesorgt, dass sich das Feuer enorm ausbreiten kann und so einen guten Nährboden hat in diesem Waldgebiet, wo wir da waren. Aha, der Klimawandel war also nicht der Auslöser, sondern eine brennende Zigarette. Dass die primäre Ursache der Klimawandel war, wurde doch auch nirgends behauptet. Zumindest nicht in den Ausschnitten, die der Holger präsentiert hat. Das ja, was ist denn dann der Sinn von dem Ganzen? Das frage ich mich doch. Das ist doch denn Panikmache. Weil es ist die WDR-Klima-App und es wird jetzt hier, werden diese Waldbrände so gezeigt und so weiter. Ja, also tut mir leid. Also wenn das einen direkten Zusammenhang gäbe, dann würde ich ja noch verstehen, dass man so argumentiert. Aber wenn es einen indirekten Zusammenhang maximal gibt, dann finde ich das schwierig. Das hat so nur der Holger erwähnt. Ja, und daran soll jetzt der Klima... Denn es gibt ja noch viele andere
Gründe für ein für die Zunahme von Waldbränden. Überhaupt generell, dass Brandstiftungen zunehmen, das kommt ja erstmal generell dazu. Das heißt, wenn Brandstiftungen zunehmen, brennen auch mehr Wälder. Das ist ja wohl auch logisch. Das ist auch eine logische Kette, die man herleiten kann. Das sagt er aber nicht. Oder dass auch eben auch leider ja viel auch oft Monokulturen gepflanzt werden, die leichter solche Brände weiter verbreiten als irgendwelche als Mischwälder. Oder auch generell eben manchmal auch Bäume gepflanzt werden, die generell leicht entzündlich sind, wie Eukalyptusbäume und in Australien und so weiter. Es geht ja auch um eine weltweite Entwicklung, geht ja nicht nur um Deutschland. Klimawandel schuld sein, oder wie? Er verwendet hier also einen Strohmann. Primäre Ursache war in diesem Fall eine brennende Zigarettenkippe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die zu so einem Waldbrand führt, war jedoch aufgrund des Klimawandels erhöht. Ja, okay. Wenn es länger nicht geregnet hat, dann werden Wälder trockener. Ja, das verstehen wir. Eben. Relevant ist hier auch. Das ist doch ganz simpel. Auch, dass wärmere Luft den Wäldern mehr Feuchtigkeit entzieht als kühlere Luft. Aber die Erklärung ist für den Holger also einleuchtend. Passt, sollte man meinen. Ja, ich bestreite ja auch gar nicht, dass das so ist. Ich bestreite doch den Fakt überhaupt nicht. Was ich kritisiere, ist die Panikmache in dieser App. Durch diese Darstellungen des brennenden Planeten und diese lichterloh brennenden Wälder, die man da zeigt. Und dieser arme, bedauernswerte Feuerwehrmann, der uns da präsentiert wird. Später kommt noch diese komische arme Omi, der das Haus abgefackelt ist und so weiter. Darum geht es doch. Ich bestreite doch den Fakt an sich überhaupt nicht. Dann macht er jedoch hiermit weiter. Aber ist das jetzt nicht ein bisschen weit hergeholt, hier Kindern gleich solche Panikstories aufzutischen? Ja, eben. Zumal Statistiken zeigen, dass Waldbrände tendenziell zurückgehen. Auch so, das ist jetzt ein Fehler, den ich gemacht habe. Das gebe ich auch zu, das habe ich auch schon kommentiert, weil ich hier nämlich eine Grafik zeige, wo es nicht nur um Wälder geht, sondern generell um den Brand von Flächen auf der Erde. Und da sind auch Savannen mit inbegriffen und solche Sachen, also nicht nur Wälder. Und da ist insgesamt der Rückgang zurück, also gibt es einen Rückgang. Wenn man nur Wälder betrachtet, da ist es denn nicht so. Und das ist in der Tat ein Fehler, den ich gemacht habe. Da habe ich mich tatsächlich blenden lassen von, ich weiß nicht mehr, wo ich die Quelle her hatte, jedenfalls wurde denn auf diese Grafik hier verwiesen und das ist in der Tat von mir nicht korrekt gewesen. Da hat er also recht. Also er hat im Grunde diesen Punkt hier gefunden, wo er recht hat und baut jetzt das gesamte Video darauf auf, dass ich an dieser Stelle in der Tat das nicht korrekt wiedergegeben habe. Auch deshalb, weil der Mensch in der Lage ist, entsprechend Schutzmaßnahmen zu treffen. Er behauptet jetzt also, dass die Waldbrandgefahr überhaupt nicht zugenommen hätte. Er verleiht dem Ganzen sogar noch einen wissenschaftlichen Anspruch, indem er einen Plot einblendet und von Statistiken zeigen spricht. Seine Kernaussage ist also, dass der WDR an Kinder gerichtete Panikmache betreiben wurde, auf der Basis von Behauptungen, die wissenschaftlich nicht haltbar wären. Hier wird es geht um eine Behauptung, die jetzt nicht korrekt ist, aber dass Panik verbreitet wird, das behaupte ich weiterhin. Angstszenario sondergleichen entwickelt, wohlgemerkt gerichtet an Kinder. Aber entspricht das auch der Wahrheit? Auf der Seite des Umweltbundesamts finden wir eine Statistik zur Zahl und Fläche von Waldbränden seit der Wende. Zunächst ist die verbrannte Fläche zurückgegangen. Eine mögliche Erklärung wäre in der Tat eine bessere Brandprävention. Seit 2017 könnte man jedoch einen ansteigenden Trend vermuten. Ja, aber das ist ja auch merkwürdig. Warum erst seit 2017? Könnte man jetzt auch wieder fragen. Wenn der Klimawandel tatsächlich in erster Linie schuld sein soll, den haben wir auch schon vor 2017 gehabt. Also warum denn nach 2017 dieser sprunghafte Anstieg plötzlich? Das ist doch auch etwas merkwürdig. Da müssen doch andere Ursachen dahinter stecken und nicht nur der Klimawandel an sich.
Darum schneiden Leugner der Klimafakten an dieser Stelle auch gerne den Plot ab. Ja, und hier kann man das dann dementsprechend einmal nachvollziehen. Die Waldbrandfläche und das ist hier ist die stetig gesunken. Ja, also der Trend ist hier klar zu erkennen. Also auch da scheint es, wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist das Umweltbundesamt, offizieller geht es nicht, hier scheint nicht wirklich Grund zur Sorge zu sein. Ja gut, das, damit habe ich nichts zu tun. Mit Clownswelt habe ich nichts zu tun. Wenn der da irgendwie fälscht und solche Grafiken an der entscheidenden Stelle abschneidet, das ist ja nicht mein Problem. Also so würde ich mit Sicherheit nicht arbeiten. So einfach kann man, wenn man manipulieren will, manipulieren. Auf der Seite des Umweltbundesamts wird auf jeden Fall auf Risikountersuchungen verwiesen, die für die kommenden Jahrzehnte ein steigendes Waldbrandrisiko für Deutschland voraussagen, aufgrund von erhöhten Temperaturen und rückläufigen Niederschlägen. Im Grunde also genau das, was auch in der App vermittelt wird. Wie passt das denn alles mit dem Plot zusammen, den der Holger einblendet? Hier sieht man global einen stark abnehmenden Trend. Also schauen wir uns diesen Plot doch mal genauer an. Bitte prüf doch. Prüf. Hier ist von NASA-Daten die Rede. Aber haben wir nicht eben in einem NASA-Artikel gelesen, dass die Zahl der Waldbrände in höheren Breiten zugenommen hätte? Das beißt sich ja weng. Und das ist ja eine berechtigte Frage. Und wenn ihr dafür keine Antwort habt, dann müsst ihr einsehen, dass ihr Scheiße labert. Dass ihr dumm wie 10 Millionen Kilometer Landstraße seid. Oder ihr habt eine Antwort. Lesen wir die Beschreibung weiter, stellen wir etwas fest. Hier steht gar nichts von Waldbränden, sondern von verbrannten Flächen. Wie dem Holger eigentlich klar sein müsste, können nicht nur Wälder brennen, sondern etwa auch Gras- und Savannenlandschaften. In Afrika sind solche Brände gang und gäbe und Teil des natürlichen Ökosystems. Ja, aber ich meine, die Tatsache, dass Savannenbrände auch zurückgehen, ist ja auch interessant. Da könnte man ja auch fragen, wie kommt das denn? Was ist denn da der Grund dafür? Das sind doch auch eigentlich sehr leicht brennbare Flächen, ne? Also das ist ja auch interessant. Ich glaube, da kommt auch noch, glaube ich, eine Begründung von ihm, warum das so ist. Derartige Brände sind dort so geläufig, dass sie sogar als Afrika-Stereotype in den Hintergründen von Videospielen Verwendung finden. Soll ich jetzt drauf gucken auf dieses Video die ganze Zeit und soll mir das angucken, was da für eine komische Videospielkram da läuft? Oder soll ich weggucken und soll mir das mal anhören, was du sagst? Was war denn das jetzt her? Das ist ja noch vom Ordenbandit, ne? Der Ordenbandit. Der hat doch immer, wenn er da seinen Quatsch erzählt hat über mich, hat er doch immer gleichzeitig irgendwie gezeigt, irgend so ein Spiel gespielt wird. Ist ja interessant. Also er scheint ja doch den Content von mir ganz gut zu kennen hier, von Massengeschmack TV. Sonst würde er ja solche Audio-Snippets nicht irgendwie finden, ne? Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich mich jetzt verhalten als Zuschauer? Könnte es also sein, dass solche Brände diese Statistik verfälschen in Bezug auf die Entwicklung von Waldbränden? Schauen wir uns mal die angegebene Quelle an. Hier finden wir keinen Datensatz, sondern ein Paper, in welchem beschrieben wird, wie die Satellitendaten reduziert werden zum MODIS Burned Area Product. Nach etwas Rumsuchen bin ich dann auf diese Anleitung gestoßen. Hier steht, wie man die Daten beziehen kann über einen FTP-Server der Universität von Maryland. Also habe ich mal alles runtergeladen. Praktischerweise befinden sich in der Anleitung auch Beispielskripte, wie man die Daten auswerten kann. Hier haben wir etwa ein IDL-Skript, welches die weltweit verbrannte Fläche innerhalb eines bestimmten Monats aus den Daten berechnet. Ich habe es so angepasst, dass es die jährliche Fläche für den gesamten Datensatz berechnet und daraus diesen Plot erstellt. Wenn wir den mal überlagern mit dem Plot aus Holgers Video, stellen wir fest, dass sie gut übereinstimmen. Lediglich im Jahr 2015 gibt es eine kleine Abweichung. Wir haben also offensichtlich... Ich habe jetzt gerade überhaupt nicht verstanden, was er da jetzt gerade gemacht hat. Aber ich vermute mal, es war seriös und investigativ. Ich den richtigen Datensatz gefunden. Und das ist schon mal ein Grund, dass wir da auch einen kleinen Freudentanz aufs Parkett legen können. Der Plot wurde folglich erstellt, indem einfach die gesamte verbrannte Fläche aufaddiert wurde, ohne Unterscheidung zwischen der Art der Fläche. Wenn wir uns mal die auf eine Karte projizierten Daten ansehen, stellen wir fest, dass hier in der Tat in Afrika eine besonders hohe Brandaktivität stattfindet. Und jetzt sprecht mir alle nach. Erstgesprächspfanne gehören in die Tonne. Und wird am besten... Maul. Welchen Einfluss haben wohl die Savannen? Wie wir der Anleitung des Datensatzes entnehmen können, wird zu jedem Flächenelement auch gespeichert, um was für eine Fläche es sich handelt.
Leider reichen diese Daten aber nur bis zum Jahr 2017. Die Zuordnung wird verzögert in den Datensatz eingepflegt. Und jetzt erstellen wir mal einen weiteren Plot, in dem wir uns nur auf die Savannen und Grasflächen beschränken. Hier sehen wir ebenfalls einen rückläufigen Trend. Haltet euch gut fest, jetzt geht's los. Schauen wir uns nun die Nadel- und Gemischtwälder an, also gerade die Wälder, die hierzulande in Nordamerika oder Sibirien am häufigsten auftreten. Und siehe da, wir haben ja eindeutig einen positiven Trend. Ja, das ist in der Tat der sachliche Fehler, den ich gemacht habe, dass ich von Waldbränden gesprochen habe und eigentlich zeigt die Grafik nicht nur Wälder, sondern alle sozusagen nutzbaren Flächen, ländlichen Flächen auf der Welt, also auch Savannen und eben andere Weideflächen und so weiter. Gut, das ist richtig. Wobei, ich meine, 0,04 auf 0,07, ist das jetzt überhaupt so dramatisch? Oder wird hier einfach mehr so ein bisschen jetzt die Grafik so gestreckt nach oben gestreckt, dass es jetzt wahnsinnig hart wie so ein extremer Anstieg aussieht? Und das ist vielleicht gar nicht so dramatisch. Das kann ich jetzt gar nicht so richtig nachvollziehen. Vielleicht kann einer von euch da das besser interpretieren. Aber ich will es ja nicht bestreiten. Es ist richtig, ich hätte mich da sauberer ausdrücken müssen. Das stimmt. Ja, 0,04 auf 0,07 ist fast eine Verdopplung. Naja, da ist ja immer die Frage, wo kommt man gerade her, ne? Also wenn mein Risiko an Darmkrebs zu erkranken 0,01% ist und es verdoppelt sich auf 0,02, ist es immer noch ein sehr niedriges Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Also das hat, Verdopplung muss man sich ja erstmal überlegen, was bedeutet das denn? Aber ich will es ja nicht bestreiten. Also wie gesagt, da habe ich nicht sauber gearbeitet. Da gebe ich ihm total einen Punkt und da hat er total recht. Um hier auch gar nicht jetzt den Eindruck zu erwecken, ich würde das abstreiten. Aber wie gesagt, es ist ja trotzdem interessant, wenn insgesamt die Brände insgesamt zurückgehen bei den anderen Flächenarten und die dort nicht zunehmen. Das ist ja auch immer festzuhalten. Und dass es speziell bei den Wäldern zunimmt, hat dann ja möglicherweise eben nicht indirekt mit dem Klimawandel direkt so viel zu tun, sondern es hat vielleicht eben tatsächlich, wie gesagt, mit anderen Dingen zu tun. Zum Beispiel, dass die Brandstiftungen einfach zunehmen. Aus irgendwelchen Gründen. Aus wirtschaftlichen Gründen, weil man irgendwie Versicherungsprämien kassieren will, weil man irgendwie Großkonzerne, die Flächen für andere Dinge brauchen oder was weiß ich, da spielt ja Kapital, da spielt ja die Raffgier eine große Rolle bei diesen Brandstiftungen in Wäldern. Und dass eben es auch eine Tendenz gibt, bestimmte Arten von Bäumen massenhaft gleichartig zu pflanzen, wo eben die Entzündungsgefahr eben leichter ist, ne? Die Daten zeigen also nicht, dass die Zahl der Waldbrände zurückgegangen ist, wie der Holger behauptet. Statistiken zeigen, dass Waldbrände tendenziell zurückgehen. Vielmehr hat die Zahl der Waldbrände zugenommen, zumindest in den höheren Breitengraden. Der Plot in seinem Video ist irreführend, da er auch Daten von Savannen und Graslandschaften enthält. Ja, richtig. Entlarvt und debunked. Ja, ja. Die Brände ist ja gut. Hast ja einen Punkt, ja. Aber auf dem einen Punkt, wo ich an dieser Stelle mich nicht sauber ausgedrückt habe, ich hätte sagen müssen, die Brände auf der Welt an sich haben insgesamt abgenommen. Dann wäre es korrekt gewesen. Darauf baut er jetzt ein 13-Minuten-Video auf. Ne? Dort haben in der Tat abgenommen, etwa durch die Nutzbarmachung der Flächen durch den Menschen. Das hat aber nichts mit Waldbränden zu tun. In dem NASA-Artikel von eben wird das auch genauso beschrieben. Der Einfluss der menschgemachten Veränderungen an Savannen- und Graslandschaften sowie Regenwäldern ist so groß, dass sie das erhöhte Brandrisiko durch die globale Erwärmung wettmachen, während in den höheren Breitengraden die Brandgefahr eben zugenommen hat. Ein Anteil daran hat der menschgemachte Klimawandel, der Waldbrände begünstigt, so wie es in der App vom WDR auch korrekt dargestellt wird. Holgers Behauptung ist also nachweislich falsch und der von ihm gezeigte Plot irreführend. Wie gesagt,
Es geht mir in der App nicht darum, ob etwas korrekt dargestellt wird oder nicht korrekt dargestellt wird. Mir geht es gar nicht um die Zahlen und Fakten, die in der App wie gesagt werden. Ich habe ja auf diese Grafik verwiesen mit einem Nebensatz, in dem ich sagte, zumal ist es auch so, dass die Zahl der Waldbrände sogar zurückging. Den Halbsatz hätte ich weglassen sollen und die Grafik hätte ich weglassen sollen, oder ich hätte es anders formulieren sollen. Das stimmt. Aber alles, was ich davor gesagt habe, nämlich eben, dass ich dem WDR hier einfach Panikmacher unterstelle und dass man Kinder und Jugendliche in Angst versetzt, bei der Meinung bleibe ich. Trotz, auch wenn das jetzt so wenn das jetzt nicht richtig von mir korrekt formuliert wurde. Da ändert sich ja nichts dran. Autor des hier als Quelle angegebenen Papers hat sich übrigens im Guardian noch selbst zu dem Plot geäußert. Oje, da wird ja ein Brand gezeigt. Also alle 13- bis 16-Jährigen machen jetzt bitte mal die Augen zu, damit sie nicht in Panik geraten. Was soll das denn? Oh, jetzt wird's mir aber unheimlich. Ich muss mal dringend aufs Klo. Habe ich im Live-Kommentar auch kürzlich gemacht. Das Mikro war aus Versehen an, als ich auf Klo ging. Tja, passiert. Der Autor des Papers schreibt hier, dass der Plot irreführend ist, weil der Anteil der weltweit verbrannten Flächen von natürlichen Bränden in Afrika dominiert wird. Dieser irreführende Plot wird in den Kreisen von Leugnern der Klimawissenschaften gerne geteilt. Erstellt wurde er von Björn Lomborg. Dieser wurde schon häufig von Wissenschaftlern dafür kritisiert, Studien falsch zu interpretieren. Er leitet einen konservativen Think Tank und steht mit anderen Thinktanks in Verbindung, welche den menschgemachten Klimawandel leugnen, sowie etwa das umstrittene Heartland-Institut. Das ist etwa auch dafür bekannt, im Auftrag der Tabakindustrie lange Zeit die schädliche Wirkung von Tabakrauch geleugnet zu haben. Obwohl ich durchaus glaube, dass der Holger kein Leugner der Klimawissenschaften ist, hat er sich ja doch anscheinend von denen vor den Karren spannen lassen, nur um irgendwie gegen die Öffentlich-Rechtlichen schießen zu können. Ja, jetzt kommt das wieder. Ihr habt schon gerade auf die Kommentare unter dem Video verwiesen, unter seinem Video. Was hat der bloß für eine Community? Da sind sie ja alle. Ja, der Holger, den gucke ich sowieso schon seit Jahren nicht mehr. Und das ist sowieso einer und so einer und was weiß ich, was da alles kommentiert wird. Meine Güte, Leute, entspannt euch doch einfach mal. Ne? Also, wenn ihr mir vorwerft, ich würde nur aus Prinzip ein Bashing gegen die Öffentlich-Rechtlichen betreiben, was Quatsch ist. Ich mache das nur dann, wenn mir etwas auffällt, was ich kritisiere, was ich kritisieren möchte. Dann ist es ja genauso, dass man offensichtlich bei jeder Gelegenheit mir eine über den Dötz haut, wenn sie es anbietet. Ne? Ist ja genau dasselbe. So ist zumindest mein Eindruck. Für jemanden, der nach eigenen Aussagen viel Wert auf kritische Berichterstattung legt, hätte ich mir hier mehr Sorgfalt gewünscht. Insbesondere wundert es mich, dass der Holger trotz Hinweisen meinerseits in Form eines YouTube-Kommentars und eines Twitter-Posts keine Richtigstellung der von ihm getätigten Falschbehauptungen vorgenommen hat. Das habe ich beides nicht gesehen. Also muss ich, es stimmt wirklich, es ist wirklich wahr. Wenn mir jemand so eine Kritik schreibt, dann nehme ich sie natürlich auch ernst. Bei YouTube-Kommentaren, die übersieht man natürlich mal, weil da sind so viele YouTube-Kommentare unter so einem Video, die kann ich nicht alle durcharbeiten. Ne, also ich weiß, dass Chris das manchmal macht, wenn er mal ein bisschen Zeit hat und mal ein bisschen moderiert, aber ich lese die Kommentare nicht alle, die Zeit habe ich gar nicht. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Tweet gesehen habe, obwohl ich mit Mediatheke verlinkt wurde. Keine Ahnung, vielleicht war das einfach so ein Tag, wo wahnsinnig viel los war und wo viel irgendwie geschrieben wurde und dann ist er irgendwie untergegangen. Also das ist insofern, der hätte mir eine E-Mail schreiben sollen oder was weiß ich. Im Forum bei uns auf Massengeschmack hat ja kein einziger darauf hingewiesen. Die sind ja alle auch normalerweise sehr kritisch, was solche Dinge angeht. Aber da hat mich keiner darauf hingewiesen. Deswegen muss ich leider sagen, dass ich jetzt erst durch sein Video überhaupt das mitbekommen habe, dass diese Grafik, so wie ich sie präsentiert habe, nicht korrekt war. Und ich bin auch natürlich bereit, das denn hiermit auch einzuräumen. Ist doch klar. Ich hoffe, dass er die noch nachreicht. Ja, das finde ich mega cool. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder gar ein Abo freuen. Ich danke auch. Ja, ich habe dich jetzt abonniert, mein Lieber. Und wir haben, wie gesagt, schon kurz, er hat ja auf meinen Kommentar auch nochmal geantwortet. Und ich werde ihn demnächst mal zum Interview einladen.
dann werden wir darüber nochmal kurz sprechen. Und da können wir ja generell mal ein bisschen drüber sprechen, über Desinformationen im Netz und so weiter. Da gibt's, das ist sicherlich sehr interessant. Er hat sich ja schon, wie gesagt, sehr viel beschäftigt mit so Verschwörungstheorien, mit Flat Earther und was er hier alles, Klimawandel hat er öfter schon gemacht und solche Sachen. Und Xavier Naidoo, naja gut, also in vielen Sachen macht er ja im Grunde dasselbe wie ich. Also wir haben ja ganz viel, ich habe ja auch schon viel Schwachsinn zum Thema gemacht, den andere verbreiten, das tut er ja hier auch. Aber an der einen Stelle meinte er jetzt wohl unbedingt, mir mal eine reinhauen zu müssen. Ist ja auch in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Er hat es ja sachlich gemacht. Insofern will ich ihm da auch gar keine Vorwürfe machen. Ist vollkommen berechtigt. Aber wie gesagt, es ist nicht alles schlecht gewesen in meinem Clip, sondern es war lediglich diese eine Grafik, wo ich da etwas falsch interpretiert habe. So, also, ich hoffe, dass das an dieser Stelle schon mal soweit jetzt richtig gestellt wurde von mir und demnächst wollen wir dann mit Flo Plus nochmal ein bisschen mehr sprechen.